Bevor ihr direkt euren Kommentar dazu abgebt, dass wir einfach scheiße sind, weil wir eine Real-Life-Verfilmung hassen, Leute, schaut euch erst das Video an, was wir dazu zu sagen haben. Und natürlich, Spoiler an dieser Stelle, für alle, die Death Note an sich, den Anime nicht gesehen haben und die Real-Verfilmung. Ja, liebe Leute, ihr müsst dazu wissen, wir haben den Film wirklich, wir haben uns drauf gefreut, wir haben die Trailer gesehen, wir waren nicht voreingenommen. Natürlich, man ist ein bisschen immer voreingenommen als Anime-Fan, wenn man Dragon Ball Evolution oder die Avatar-Adaption sich reinzieht, diese Live-Action-Sachen und auch die von Attack on Titan. Es ist leider so, Leute. Aber beim Death Note von Netflix, das Budget stimmt, es hätte was Geiles werden können, ohne jetzt voreingenommen zu sein. Wir haben wirklich versucht, uns den als eigenständigen Film reinzuziehen. Auch ein bisschen, uns war klar, dass das ein bisschen amerikanisiert ist und wir haben einfach versucht, den als eigenständiges Werk anzusehen. Ein bisschen natürlich mit Death Note, aber Leute, es war wirklich extrem schwer. Um erstmal jetzt ein bisschen den Wind aus der Segel zu nehmen, die positiven Sachen, was uns gut gefallen hat, beziehungsweise ich sag erstmal, was mir gut gefallen hat. Und zwar, ich fand Ryuk wirklich das, was auch mit Geld gut machbar ist. Ryuk, das CGI-technische, beziehungsweise da war ja wirklich ein guter Schauspieler unter, den sie noch mit CGI umschmückt haben, der sah ziemlich gut aus. Die Synchronstimme im Original, also im Englischen, war richtig gut. Im Deutschen war sie auch gar nicht so schlecht. Ich fand sie eigentlich ganz okay. Viele haben gesagt, sie wirkt so ein bisschen erzählerisch, wie so eine Erzählstimme von irgendeinem Hörbuch. Aber ich fand die eigentlich ganz in Ordnung. Nur er war ein bisschen zu klein bei manchen Shots. Irgendwie war er kleiner als die Tür. Und die Tür ist gerade so, ich glaube, so eine normale Tür, Durchschnittstür, ist so 2 Meter hoch. Und der soll über 2 Meter sein. Und der, weiß ich nicht, war viel kleiner als die Tür. Aber so ein kleine Info nur am Rande. Und von L war die Stimme auch ziemlich gut. Ja, das waren so die positiven Dinge, die man direkt vernommen hat. Aber man hat schon bemerkt, dass dieser Light Turner nicht unser Light Yagami ist. Also das ist wirklich jemand anderes, das haben wir auch versucht zu akzeptieren. Aber der Film heißt nun mal Death Note. Aber wir bleiben erstmal kurz bei den positiven Sachen. Dann war das Ende noch relativ gut. Also es gab eine Stelle, wo ich schon die ganze Hoffnung aufgegeben hatte, dass es an sich als eigenständiger Film noch vielleicht gut sein könnte, da hatte ich echt die Hoffnung aufgegeben, aber das Ende war gut inszeniert, weil es 3-4 Momente gab, zum Beispiel hat man gesehen, okay, Wasser, da sieht man irgendwas, dann hat man gesehen, dieser Typ legt das Death Note auf seinen Bauch, so, okay, hä, was ist das, und dass dieses Blatt Papier genau ins Feuer gefallen ist, so, diese Dinge, die so kombiniert wurden, waren relativ, also die waren schon gut inszeniert, muss man sagen, ja. Da haben wir gedacht, okay, das ist schon gut, also es war schon annehmbar, weil man halt nicht bei allen direkt verstanden hat, dass das alles schon vorher inszeniert wurde. So viel zu den positiven Dingen. Ja, aber es gibt leider Leute, wirklich, ihr müsst dazu auch nochmal wirklich wissen, gerade bei Akata, wisst ihr es ja, der ist ja Death Note-Fan, also der hat ja auch schon Videos hier gemacht auf dem Kanal, aber ich auch, wirklich, es war einer meiner ersten Animes, ich habe ihn, das ist der Anime, den ich, glaube ich, am meisten geguckt habe, ich bin ein richtiger Death Note-Fan des Todes, Leute, und man kann diesen Film einfach nicht schauen als richtiger Death Note-Fan, wenn man den Anime kennt, beziehungsweise den Manga und weiß, ja, was für Namen, beziehungsweise was für Anspielungen das sein soll. Man kann das gar nicht sagen. Dieser Light, erstmal dazu, Leute, das war alles amerikanisiert, kann man wirklich sagen. Und zwar Light Yagami hieß nicht mal Light Yagami, der hieß Light Turner, also extra einen amerikanischen Nachnamen. Da fing schon an. Misa gab's auch nicht, die hieß dort Mia und war eine Cheerleaderin von Anfang an. Aber lass uns erstmal beim Charakter Light bleiben. Ich sag mal 2 Sachen, die mich stören, dann sagst du nochmal 2 Sachen, die dich so stören. Und zwar erstmal sein ganzes Auftreten, also seine Art, also die Charaktereigenschaften von Light Yagami aus Death Note waren komplett weggenommen. Und zwar das komplette Gegenteil, wirklich. Es war ein naiver, ich will nicht sagen Dummbatz, weil er wurde, ein paar Mal wurde es erwähnt, dass er klug sein soll, aber er macht auch nur die Hausaufgaben für andere. Aber er ist unorganisiert, lässt sich beeinflussen, ist naiv und sein ganzes Auftreten, ich weiß nicht, es war einfach komplett nicht Light. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt, dann sollen sie ihn nicht Light nennen. Ich finde, dann sollen sie ihn komplett diesen Namen auch beiseite lassen mit diesem Light. Sie haben ihn ja schon verändert, Light Turner soll das, ich weiß nicht. Also für mich ist es nicht Light Yagami. Für mich ist es auch, weiß ich nicht, er darf nicht Light heißen. Ja, ich fände es besser, wenn es einfach so gemacht werden würde, dass man einfach die Story, also das Buch, das Death Note nimmt, weil das die Death Notes werden immer weiter existieren in der Welt von Death Note, ja, die werden dort immer weiter existieren und warum muss Light Yagami dieses Buch dann finden? Es gibt auch bestimmt zig andere Charaktere, die man sich so ausdenken könnte, zum Beispiel einen Charakter wie Light Turner, irgendeine Pussy, der das kriegt und sich von Liebe kontrollieren lässt, also von einem Mädchen, in das er sich verliebt, sich kontrollieren lässt. So einen Charakter gibt's, sowas gibt's bestimmt, ja. Aber es ist nicht Light fucking Yagami, er heißt auch Light Turner, aber es soll wirklich unser Light sein, weil es halt genauso inszeniert wird, wie halt
in unserem Death Note, in dem richtigen halt, von dem Manga. Deswegen, warum macht die einfach nicht irgendeinen anderen Charakter? Es könnte auch von Anfang an ein Mädchen das finden oder so und irgendwelche Leute kontrollieren, dass sie beliebt ist, weil sie gut aussieht und nutzt alle Leute aus und man denkt niemals, dass sie es sein könnte. Man macht da so Gefühlsduseleien, weil vielleicht eine Person das rauskriegt, aber sie lässt ihren Charme spielen. So, guck mal, man kann so viel inszenieren, ja, ich habe gerade so viele Ideen gegeben, aber dann nimmt man halt einfach die richtigen Charaktere und zieht die in den Dreck für alle Leute, die in den Anime und Manga, die es damit vergleichen. Wir haben es verglichen, ich habe die ganze Zeit gesagt, wir vergleichen es am Ende, weil das nun mal den Titel Death Note trägt, ja, ja. Okay? Dann haben wir aber die Charaktere gesehen, es wurde gesagt, okay, das ist Death Note, das ist das Death Note, was wir damals gesehen haben und deswegen, ja, ich finde es unverständlich, warum man keine anderen Charaktere genommen hat, ja, wenn man ey. Schon alles abändert, wenn man Light eine Pussy macht mit blondierten Haaren, dass er irgendein, ich weiß nicht, er ist so komisch. Ja. Und zu, ey, über L reden wir gleich erst, Leute, aber wirklich, wie gesagt, dieses ganze Gefühlsduselei, dieses Rumgemache, dieses Teenie-Gabe, wirklich diese, ich sag mal, diese Standardeigenschaften, diese Klischees von einem Teenie-Film, von einem Highschool-Teenie-Film, wie man es aus Amerika kennt, die waren alle erfüllt, wirklich. Wir haben das mal echt so in unserem Kopf ein bisschen, wir haben es mal ein bisschen besprochen auf dem Teamspeak, wirklich, es sind da am Anfang die Footballspieler, es sind da die Cheerleader, es ist der Schulbully, der den Nerd verprügelt, dann ist es der Protagonist, der sich dafür einsetzt und dann auch auf die Fresse kriegt, das sind die Standard-Klischees. Am Ende gibt's noch, der Schulball, womit auch immer wirklich die Teenie-Filme, die enden alle immer mit dem Schulball, das ist so ein Standardprinzip und auch da ist es wieder der Fall, der Schulball ist sozusagen mit das Finale. Und ich weiß nicht, es ist so, also Typ, so richtig, ich weiß nicht, ich finde es richtig schlimm, wirklich, ohne Witz. Und es waren, abgesehen davon, waren so viele Veränderungen von dem originalen Death Note-Werk, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber auch selbst als eigenständigen Film gab es nochmal Logikfehler, auf die wir gleich auch nochmal kommen. Aber hast du jetzt noch irgendwas zu sagen zu Light? Ja, zu Light nicht mehr. Also ich glaube, wir haben alles gesagt und sie so hart runtergemacht, aber es ist halt Light fucking Opfer Turner, ohne Witz. Ich kann es auch, vor allem der Name, das Turner. Man könnte irgendwas anderes nehmen, aber Turner, Timmy Turner, das ist halt behindert. Keine Ahnung. Ich weiß auch. Also wirklich, Leute, wenn ihr denkt, wir sind die Todeshater, wirklich, wir haben es versucht. Also wirklich, ich weiß noch, Malik, wir haben zusammen auf Null zusammen mit Netflix geguckt und er hat gesagt, lass uns am Ende darüber so kritisieren. Oder es ging aber nicht. Ich musste schon während des Films die ganze Zeit irgendwelche Sachen, also ich weiß nicht. Weil als eigenständiger Film schon scheiße ist. Er will ja erstmal das und er will ja auch wirklich ein Death Note sein. Er trägt ja den Titel, das Setting ist ja auch mit dem Buch und die Charaktere sind daran angelehnt, beziehungsweise heißen sogar teilweise, ansatzweise irgendwie so. Und der will ja wirklich ein Death Note sein, da muss man ihn auch betrachten, was er ist. Und ja, und so habe ich ihn auch betrachtet und du ja auch. Okay, weiter geht es mit L. Also, dass er schwarz ist, okay, dass seine Art eigentlich relativ ähnliches, okay, dass er sich so hinsetzt, dass er Süßigkeiten mag und so, relativ gut gemacht, aber dass er so ultra, guck mal, das ist ein Typ, es wurde auch in der, wir beziehen uns jetzt auch nicht nur auf den Manga, sondern halt auch auf den Film, dort wurde inszeniert, dass er irgendwie auch mit sechs Jahren es irgendwie geschafft hat, so psychische Sachen durchzustehen, die es keiner geschafft hat, so. Und dieser Charakter, wo das gesagt wurde, der in so einem Waisenhaus aufgewachsen ist, der ultra intelligent sein soll, der direkt herausgefunden hat, dass Light unser gesuchter Kira ist. Der hat es direkt gewusst. So, und er kommt nicht mal auf die Idee, ihn abzuhören. Denn Light ist am Telefonieren. Hat den Watari sozusagen für sich, er hat seinen Namen, irgendwie was wahrscheinlich, ich glaube, es war auch so, dass er nur den Vornamen dahingeschrieben hat oder so. Da gab es auch irgendeinen Fehler. Kann sein, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall kontrolliert er ihn, weil diese neue Regel da ist, dass er ihn über 48 Stunden oder so kontrollieren kann. Und das macht er dann auch. Und er will, dass er ihm über Telefon den Namen von unserem Ryuzaki, also von L, sagt. Also den echten Namen, damit er ihn töten kann, weil er sein Gesicht bereits gesehen hat. So, und dann gibt er ihm eine Nummer. Ich dachte, okay, er gibt ihm jetzt irgendeine verschlüsselte Nummer, wirft das Handy dann weg, so, also halt schlau, was nicht ein ultra intelligenter machen würde, sondern was jeder Mensch machen würde, das wäre doch das Erste. Ich würde mir irgendein scheiß Handy kaufen, irgendeine Nummer nehmen, das Handy dann wegschmeißen, das weiß jeder Idiot. Aber was macht unser, er gibt ihm seine Handynummer, er redet dann am Telefon mit ihm, dann dachte ich mir, okay, er redet in Rätseln, das heißt, dieser Watari spricht mit ihm und Light tut so, als wüsste er nicht, worüber er redet. Aber dann merkt er, dass Watari den Namen von unserem L nicht weiß. Und dann meint er auf einmal, du musst schnell seinen Namen herausfinden, geh zum Waisenhaus und so weiter. Und L
ist anscheinend nicht auf die Idee gekommen, ihn abhören zu lassen. Das ist das Dümmste, passieren kann. Das ist so dumm. Also wirklich, im Manga. Schlimmer geht's nicht. Auch wenn man es nicht mit dem Manga vergleicht. Ja. Jeder Trottel kommt doch auf die Idee, ihn mal abzuhören, wenn du weißt, dass diese Person der Ultra-Killer ist. Das ist doch so dumm. Und in der Manga-Vorlage wird es ja auch gemacht. Die nehmen sich da nicht mal ein Beispiel. Also es ist auf jede Art und Weise im Vergleich und als auch eigenständiger Film ist diese Stelle absoluter Müll. Ja, wirklich. Kann ich auch so unterschreiben, weil das Ding ist, jetzt mal im Vergleich nochmal zum Manga und Anime, weil ich es einfach immer machen muss, da war wirklich, L war ein und auch Light, in dem Fall auch, weil der im Anime, auch im Manga ziemlich klug und intelligent war und ein Zuschauer, der war den Zuschauer bzw. den Leser immer ein, zwei Gedankengänge immer voraus, immer. Also ich habe gedacht, okay, das könnte jetzt passieren, aber nein, die Charaktere L und Light waren schon mir wieder Gedankengänge voraus und haben schon Sachen geplant bzw. Sachen durchgeführt, wo ich dachte, ah, wie klug. Und da ist es so, da denkt man sich nur, wie blöd das, also wie in, wirklich wie in so einem Horrorfilm fast, wo man denkt, oh, wieso läuft er jetzt in den Mörder rein? So habe ich mir auch gedacht, wieso macht er das nicht so? Also sowas, so wirklich so richtig simple Sachen, daran merkt man einfach, dass sie, weiß ich nicht, für die Masse, für die Mainstream-Masse wieder das ein bisschen so gefügig machen wollen, damit jeder so ein bisschen sich damit, ja, weiß ich nicht, damit, ich weiß nicht, dass es weniger Ansprüche hat oder ich weiß auch nicht warum. Also so denke ich das. Ja, das ist einfach nur dumm, weil Death Note hat ja auch den Mainstream angesprochen, war ultra intelligent und weil dieser Light dort einem zwei, drei Schritte voraus war, war es ja geil. Ja, genau deswegen. Finde ich auch. Nö, aber ansonsten auch, Witz, auch, dass sie, auch das Simpleste, wo wir am Anfang schon, ganz am Anfang haben wir darüber geredet, die Regeln des Death Note, also des Buches, was wirklich, das ist ja wirklich das, was es ausmacht. Das trägt ja, der Titel des Filmes trägt ja wirklich auch das, wegen dem Buch, wegen dem Death Note. Das ist ja wirklich das A und O in diesem ganzen Film, beziehungsweise auch im Manga und im Anime. Und da haben sie die Regeln, die aus dem Original, die haben sie komplett verändert, Leute. Also das müsst ihr auch nochmal wissen, dass das, diese Bücher, dass die Death Note Bücher haben dort nichts zu tun mit den Death Note Büchern aus dem Manga, Anime. Das sind ganz andere Regeln, irgendwelche neu erfundenen 65 Regeln, wo man irgendwie, ich glaube wirklich, es waren über 60 Regeln oder so ein Kram, ne? Da hat er irgendwie so eine richtig utopische Zahl gesagt. Und auch, dass nur der Besitzer, an den das offiziell gegangen ist, dass der den Shinigami sehen kann. Und dann kam Mia, beziehungsweise Misa soll das ja sein, die hat das Buch angefasst und konnte ihn nicht sehen. Also irgendwie ganz komisch, es wurde erklärt, dass wirklich nur der Besitzer den Shinigami sehen kann. Und ich fand, das war auch im Manga, beziehungsweise im Anime so eine intelligente Sache, dass auch die Erinnerungen damit wieder zurückkommen, dass er den Besitz abtreten kann. Und dann, wie geil war das, als er es angefasst hat im Helikopter und auf einmal alles wieder wusste und dann in der Uhr so ein kleines Ding hatte, wo er dann den Namen... Das war einfach so geil und auch allgemein die Sachen, dass wenn jemand, er hat es ja auch benutzt richtig, taktisch Light im Manga, dass jemand das sozusagen berührt, dann das Monster sieht und komplett durchdreht im Bus, weißt du, diese Szene, die war legendär. Und das haben sie sich komplett damit rausgenommen und kaputt gemacht einfach, damit das, ich weiß nicht warum, also es ist einfach blöd. Ja, also einfach richtig, richtig dumm, wirklich, also... Dass man die Regeln vom Death Note ändert, ist das Schlimmste. Die Charaktere drumherum, okay, das habe ich alles akzeptiert. Dass auch unser Light ein Ami ist, dass er nicht so intelligent ist, dass er sich steuern lässt. Ich habe es akzeptiert, weil ich ihn als neuen Charakter gesehen habe. Er heißt zufällig für mich nur Light und ist halt im ähnlichen Universum. Dachte ich mir, okay, das kann ich akzeptieren. So, das habe ich dann akzeptiert. Aber die Regeln des Death Notes, dass sie das geändert haben... Man könnte es geil machen, wirklich. Man könnte die Regeln so abändern, dass es geil wird. Und zwar, dass man den Namen einmal reingeschrieben hat, dass man dann tot ist. Egal was, man kann nichts dagegen machen. Das war schon ein geiler Moment. Weil wenn man einen Namen da drin sieht, man kann es dann irgendwie noch ändern. Und dann gibt es noch die Chance, dass wenn man es verbrennt, dass man es dann, dass man überleben kann und so weiter. Und dass der letzte Name, der reingeschrieben ist und wenn man es dann verbrennt, dann ist das letzte, was reingeschrieben wird, also der letzte Name, das wird rückgängig gemacht. Ja, okay, die haben es benutzt mit, dass sie hier seinen Namen reingeschrieben hat und er hat dann ihren Namen reingeschrieben oder sowas in der Art. Und dann war es halt so ein Moment, ja, okay. Ja. Da hat man ein bisschen Drama daraus erschaffen. Das war dann ganz okay. Aber die Regeln so abzuändern, dass es einfach nur schlechter wird, ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Man könnte so viel mehr machen. Wirklich. Wenn ihr überlegt, was man mit Regeln von Death Note machen kann, Leute, da gibt es auch so viele. Aber die Regel zu ändern, dass, wenn man dieses Buch berührt, dass man dann diesen fucking Shinigami sieht, der einfach gruselig ist, dass den anderen Menschen sehen. Einfach geil. Das kann man so gut benutzen, ja. Zum Beispiel hätte man das in der Szene benutzen können, wo zum Beispiel, ganz am Anfang zum Beispiel, wollte er ihr das ja beweisen. Er stand da wie ein Idiot da. By the way, er sieht sie erst ein paar Sekunden, hat sich natürlich direkt verliebt und ist so dumm, es alles verraten. Ihr zu zeigen, ja, das Ding alles. Ist, er weiß ja nicht mal, wie sie tickt. Das heißt... Sie könnte ihn für den Ultra-Freak abstempeln, der Leute umbringt und direkt ausrasten und ihn dort weghauen und dann zur Polizei rennen. So, das nochmal by the way erwähnt. Das ist einfach
einfach nur dumm. Und man könnte, wie gesagt, diese Stelle, ich glaube, es war in diesem Café, dass er dort mit Ryuzaki sitzt, dass er schon direkt wusste, dass er hier unser Kira ist. Da könnte man das zum Beispiel so benutzen, dass er mit so einem Notizheft ihn das berühren lässt. Dann sieht er es hinter ihm oder so, ihn erschrecken oder sonst was. Also es gibt so viele Momente, oder dass er es einfach macht, mit einem Polizisten ihn dann erschreckt, und weil er ihn dann sowieso tötet, ist es egal. Also dieser kurze Erschreckmoment, um irgendwo rauszukommen. Zum Beispiel, als Ryuzaki mit der Waffe vor ihm stand, so eine ultra dumme Szene, kommt dann von hinten einer, er sagt irgendwas mit Kira, du musst sterben, Lord, und so Kira. Weiter. Achso, ja. Und danach schlägt irgendein Typ diesen Ryuzaki um und sagt dann, oh, Lord Kira. Aber dieser Charakter wurde null aufgebaut, man hat ihn null gesehen. Er hat ihn einfach nur geschlagen, und weil Ryuzaki die Waffe gehalten hat und gesagt hat, du bist Kira oder irgendwas, hat dieser Typ ihm geglaubt, dass das Kira ist, und er hat ihn einfach Das ist so dumm. Warum? Bau doch wenigstens den anderen Charakter auf, dass man irgendwie sieht, dass unser Kira wirklich schlau denkt, diesen Charakter dann irgendwie zeigt, dass er wirklich Kira ist. Zum Beispiel sieht er, dass er irgendwie auf einer Demonstration war. Er guckt auf sein Handy und sieht, dass er irgendwas mit Kira dort hat, dass er ihn abfeiert, und dann beweist er ihm, dass er Kira ist. Und danach kommt diese Szene, dass er ihm hilft, und dann, oh, Lord Kira. So, oh krass, er hat wirklich ihm bewiesen, wie das ist und so weiter. Zum Beispiel gab es ja in Death Note auch so Szenen, wo er einfach gesagt hat, ja, jetzt guck den an, der wird in ein paar Sekunden jetzt sterben, weil er vorher das schon geschrieben hat, wann genau er sterben wird. Dann hat er es genau auf die Zeit abgestimmt. Solche Szenen, das gab's auch nicht. Das ist so. Ja, man, auch die neue Regel mit 2 Tage, dass man Menschen 2 Tage kontrollieren kann, ist auch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. An sich die Regel, dass die jetzt geändert wurde, so ein bisschen die Zeit vorm Tod, da kann man noch drüber hinwegsehen, finde ich. Aber ich finde, selbst das finde ich schon ein bisschen zu viel. 2 Tage kannst du einen Menschen kontrollieren. Wie krass, ey. Also, das ist echt ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich krass. Ja, allgemein, das Setting wurde noch ein bisschen geändert. Ich rede nochmal über ein paar Veränderungen. Und zwar, die Mutter wurde erschossen und der Vater lebt, und die Schwester gab es gar nicht, die es im Anime gab und im Manga. Also, ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Und bei L war es auch so, dass er die Polizei aufgesucht hat, aber das kann man auch noch verstehen. Aber dass L dort vor der riesen Menschenmenge steht und spricht, das passt null zu dem Charakter. Und ich weiß nicht, auch dass er da, wie gesagt, wie du es eben schon erwähnt hast, in Enggassen dafür, weiß ich nicht, gefühlten 10 Minuten im Film, da eine Action-Szene mit der Knarre ihm hinterherläuft. Das ist einfach nicht L. Dann sollen sie ihn auch nicht L nennen, dann sollen sie ihn anders nennen. Also ich weiß nicht. Für mich war das ein bisschen too much, aber sonst als eigenständiger Film, ich kann nicht mal sagen, ich kann den wirklich keinen empfehlen. Wirklich, Leute, es ist leider so, wie es ist. Es ist ein bisschen schade. Und meiner Meinung nach, viele sagen ja immer, ja, okay, aber immerhin ist ein bisschen das Originalwerk, wird das jetzt den Leuten ein bisschen näher gebracht, weil Netflix hat es heutzutage jeder. Aber ich denke eher, ich weiß nicht, Leute, die sich den Film angucken, denken dann auch, okay, also den Anime oder den Manga brauche ich mir nicht reinziehen, so, wenn die das gesehen haben. Also das denke ich, also würde ich den sehen als Außenstehender, würde ich mir das, glaube ich, nicht angucken, weil, boah, das reicht mir, also ohne Scheiß. Also deswegen ist das meiner Meinung nach wieder ein bisschen eher negativ, was sich darauf auswirkt. Natürlich es werden jetzt mehr aufmerksam auf das Originalwerk als nicht, aber dennoch würde ich eher sagen, schreckt das die Leute eher ab. Ja, kann sein. Oder, also es wird halt 2 Arten von Leuten geben hier. Einfach die das abstempeln, okay, Müll, weg damit. Oder ein paar Leute werden bestimmt auch sehen in Videos, dass die Leute das scheiße finden. Und danach werden die vielleicht sogar den Anime anschauen und sich denken, okay, der Anime ist halt wirklich besser und so weiter. Könnte sein, dass es sowas gibt. Und ja, aber ich glaube eher selten. Ich glaube eher, dass es so wird, wie du es gesagt hast. Ohne Witz, weil der Film ist halt als eigenständiger Film, wie du schon gesagt hast, auch nicht wirklich gut. Ja. Aber so viel dazu. Wir haben jetzt 20 Minuten darüber gelabert. Echt krass. Und ich glaube, wir haben nicht mal alles erwähnt. Nee. Falls ihr noch irgendwas habt, was kacke ist, was ihr gut findet oder so, schreibt rein. Was mir noch kurz einfällt, was gut war diese Szene, wo diese Polizeiagenten bzw. FBI-Agenten und so, die halt als zivil arbeiten, wie die dann auf einmal alle in eine Richtung laufen, dann auf ein Dach gehen und sich alle runterstützen, weil das war mit guter Musik unterlegt, gut inszeniert, gute Kamerafahrten, das hat wirklich krass ausgesehen, und dass man dann von hinten diese Leute gesehen hat, wie sie runtergesprungen sind, sah richtig cool aus. Das war wirklich eine der richtig guten Szenen. Damit können sie punkten. Das war echt gut. Aber was mich da auch ein bisschen gestört hat, was noch besser wäre, man hat in der letzten Ansicht nur 3 Leute gesehen, die da runtergesprungen sind, und wie einer aufgeklatscht ist. Aber wie so einer aufgeklatscht, dann auf einmal so 10 andere, wäre besser, aber das ist okay. Ja. Und noch eine ultra schlechte Szene.
was wir vergessen haben zu erwähnen, die 80er Jahre Scheißmusik, wo dann irgendwie, irgendwie eine Liebesmusik, so, jetzt sind wir getrennt, die fällt da runter, Ja, die Drama. Wollen ein bisschen dieses Stranger Things Feeling haben, mit diesen Sinti. Es ist null so, es ist ja, scheiße. Finde ich auch, also wirklich, das ist null getroffen, das passt auch nicht zu Death Note. Die Original-Soundtracks remastered, wenn sie schon die Lizenz kaufen für den Namen und ein paar Charaktere und die Idee, dann können sie doch auch noch für die Soundtracks irgendwie die Lizenz mit auftreiben, wenigstens remastered. Oder dann, was Ähnliches machen, ohne irgendwelche einfach Kosten. Ist so. Orchestralisch irgendwie versuchen, das nachzubauen. Das wär ultimativ krass gewesen. Und manche Szenen wären einfach viel geiler als irgendwie, wirklich, ich habe nichts gegen 80er-Jahre-Rock oder sowas. Das kann auch cool sein, aber es passt 0%, Leute. Also es ist wirklich wieder, man merkt so ein bisschen, Netflix versucht da wirklich sowas einzubauen, was zurzeit in vielen Serien ist, dass sie einfach diese Synthwave-Kram da einbauen wollen irgendwie in Serien. Auch, weiß ich nicht, aber es passt zu Death Note halt 0%. Und auch allgemein, für mich stört wirklich Mia, also Misa, es soll, glaube ich, Misa sein, aber sie wurde Mia dort genannt. Das war, glaube ich, der Charakter, der mich. Ja, eigentlich haben mich die drei großen Charaktere richtig gestört, aber Mia hat mich wirklich am meisten gestört. Und beziehungsweise auch L. Ich weiß nicht, Leute. Das war der Schlimmste. Ich fand den am schlimmsten. Aber Mia. Ein ultra trainierter Superagent mit Hyperintelligenz, der irgendeinem Spaß die 1000 Kilometer hinterherjagt, den er eh schon expostet, wo er ihn nicht mal abhören lässt und dann ultra die Gefühlsschwankungen hat und nicht mehr auf sein Leben klarkommt und behindert ist. Das ist so schlimm. Auch gerade er, weißt du, der wurde darauf trainiert. Der war einer von ganz vielen auserwählten Kindern, der psychisch stabil ist, der nicht der irgendwie labil einbricht. Der 6 Jahren es geschafft hat. Und der, als erwachsener Mann bricht da ein und heult und kriegt da Krämpfe am Ende. Also, weiß ich nicht. Also, der L aus dem Anime, aus dem Manga, der ist nicht einmal aus der Fassung geraten. Nicht einmal. Wirklich, das ist ein viel coolerer Charakter. Ich weiß, sie können das nicht so. Ich weiß nicht, hätten sie die Charaktere 1:1 so umgesetzt wie aus dem Originalwerk, das wäre nicht gegangen. Da hätten die es auf Netflix nicht so rausbringen können, weil dann hätte es, weiß ich nicht, hätte die Leute so abgeschreckt. Sie mussten das so amerikanisieren, aber trotzdem, ich weiß nicht, auch mit Mia, dass er sofort am Anfang erkennt sie nicht mal und er setzt sich in die Kantine, in die Schulkantine öffentlich und haut ihr das Death Note vor und sagt, ich kann Leute umbringen und so, nur um letztendlich bei ihr einen Stich zu gelangen. Das ist so. Oh, Leute, ich kann mich aufregen. Ohne Witz. Aber so viel dazu. Ich glaube, es gab sogar. Ja, die Endszene war auch mit dieser Musik. Das war auch überhaupt nicht dramatisch. Ich fand es einfach schlecht. Wirklich. Die Musik hat da null hingepasst. Auch weil es an sich im Film so direkt kacke rüberkam. Vielleicht war ich viel zu voreingenommen. Schreibt mir unten rein, was ihr davon haltet. Beziehungsweise von diesem Film und so weiter und so fort. Das wär's dann von uns. Schaut beim Theo vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.